Was hast du denn auf der Sprachwoche unternommen? Auf der Sprachwoche, wir waren auf jeden Fall in der Stadt, was echt schön war, weil ich finde Dublin ist echt eine schöne Stadt. Außerdem haben wir uns auch Sehenswürdigkeiten angeschaut und das war eigentlich auf eine andere Welt zu sehen und das war eine echt coole Erfahrung. Also wir haben einen generellen Stadtrundgang durch Dublin gemacht, dann waren wir noch in der Guinness-Brauerei und in Hof waren wir bei den Klippen. Was hat dir daran am besten gefallen? Also mir hat am besten gefallen, dass ich viele neue Leute kennenlernen durfte, unter anderem auch die Gastfamilie, was echt eine schöne Erfahrung war. Also am besten gefallen hat mir eigentlich der Stadtrundgang, weil Dublin finde ich wunderschön und ja, deswegen hat mich das sehr interessiert. Wie war deine Gastfamilie? Also meine Gastfamilie war sehr offenherzig und sehr zutraulich. Wir haben ganz viel geredet und außerdem haben sie echt leckeres Essen gemacht. Und sie haben nur zwei Hunde gehabt, mit denen ich echt gern gespielt habe und das war echt cool. Meine Gastfamilie, also ich hätte mir keine bessere Gastfamilie vorstellen können. Also die waren super nett, haben sich wirklich um uns gekümmert, haben uns immer was zum Essen gemacht, gutes Essen. Und ja, also die war wirklich super. Wenn du die Sprachwoche mit einem Wort beschreiben könntest, was wäre es? Unvergesslich. Lehrreich. Warum hast du dich entschieden, ein Auslandspraktikum zu machen? Naja, also ich habe mich schon immer für Englisch sehr interessiert und dann, wie mir eben die Möglichkeit geboten worden ist, dass ich das mache mit meinen Freunden aus der Schule, dann habe ich eigentlich nicht recht lange überlegen müssen, dass ich da zusage. Also Auslandspraktikum war für mich eigentlich schon immer ein Traum. Ich wollte schon immer für eine längere Zeit ins Ausland und das war eigentlich schon immer, war schon immer fix für mich. Ich war immer schon sehr interessiert im Ausland und wie sie die Möglichkeit gegeben hat, habe ich gefunden, dass ich das jetzt machen will. Warum hast du dich entschieden, nach Irland zu gehen und nicht nach Spanien? Also Irland hat mich schon immer fasziniert, vor allem Englisch ist einer meiner Lieblingssprachen, wenn nicht meine Lieblingssprache eigentlich, neben Deutsch. Und vor allem die Leute dort kennenzulernen, wie das Leben dort abläuft und nicht immer nur zu sehen, wie es in YouTube abläuft und generell in den Fernsehserien. Ich wollte einfach die Natur sein, die Frau kennenlernen und auch die Natur und die Leute kennenlernen. Weil mir die englische Sprache einfach sehr gut gefallen hat und wir haben das schon ein bisschen länger gehabt und es hat einfach besser gepasst. Welcher Teil von diesem ganzen Praktikum hat dir am besten gefallen? Also am besten gefallen hat mir einfach, dass man wirklich Englisch gesprochen hat, einmal kennengelernt hat, die verschiedenen Akzente und auch einfach eine neue Kultur kennenzulernen in Irland. Mit den Natives wirklich zu sprechen und das Leben einmal in einem anderen Land kennenzulernen, war eine sehr interessante Erfahrung. Wenn du nur einmal die Gelegenheit hättest, zwei Praktikum zu machen, darfst du das nur machen? Sofort, weil es war einfach unvergessen. Auf jeden Fall. Ja. Also da muss ich gar nicht überlegen, ich würde sofort wieder hinfahren.